Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir hatten beim letzten Mal eine ziemlich unschöne Niederlage erlitten, weil Kai Leng uns frecherweise die Proteaner-VI gestohlen hat, die wir brauchen, um das Gerät fertig zu bauen. Wie heißt denn? Der Tiegel heißt das Gerät. So, aber wir haben natürlich dank Samantha, die da mal geistesgegenwärtig mitgearbeitet hat, eine Spur aufgenommen, die wir natürlich gern verfolgen wollen. Vorher müssen wir aber, glaube ich, noch eine Nebenmission erledigen, beziehungsweise was heißt müssen? Wir wollen natürlich. Auf jeden Fall verlassen wir erstmal Tessia, denn Tessia ist dem Untergang geweiht und dort wollen wir natürlich nicht sein. Okay, Treibstoff ist voll. Dann auf durchs Massenportal und wir schauen jetzt mal, wo wir denn hier noch was haben. Hier ist die Zuflucht, da machen wir jetzt noch nicht hin. Wir machen erstmal zum Kommunikationszentrum. Ich glaube, das ist der Nebenauftrag, den wir gerade bekommen haben. So. Ich weiß gar nicht, ob der Kepler-Randsektor jetzt ein neues Gebiet ist oder ob wir den schon vorher hatten. Okay, es ist ein neues Gebiet, in dem es aber ansonsten nichts gibt. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Hier gibt es auch nichts zum Scannen. Also auf nach... Wie heißt das Ding? Ontarom. Ach, Ontarom kommt mir bekannt vor vom Namen her. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Da es wieder gegen Cerberus geht, sollten wir vielleicht jemanden mitnehmen, der ein bisschen überlasten kann. Garrus konnte das doch, ne? Überlastung, ja, natürlich. Und als zweites könnten wir noch, keine Ahnung, nehmen wir mal Edie noch mit. Warum nicht? Los geht's. Irgendwelche Punkte auszugeben. Achso, wir sind erstmal bei den Waffen. Die Waffen können von mir aus so bleiben. Punkte bei mir nicht. Bei Edie aber. Okay. Gut, und bei Garrus noch. Reicht's noch für die dritte Stufe der Annäherungsmine? Wunderbar. Auf geht's. Commander, Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch, wir sind bald da. Ja, ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Na gut, ich denke, das sollte machbar sein. Und los geht's. Sie haben mich erfasst. Fliege außer Reichweite. Miss Sato, wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie versuchen, die Kontrolle über drei kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken werden. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. So, die Karte kommt mir bekannt vor. Das ist, glaube ich, auch eine Multiplayer-Map. Aber ich kann mich ehrlich gesagt an die Mission gar nicht mehr so erinnern. Komm, weg mit dir. Ach, da oben. Da oben. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo denn hier noch einer ist. Okay. Sonst erstmal keiner. Das ist in Ordnung. Dann machen wir uns erstmal nach hier drüben auf und hacken uns mal ein bisschen rein. Oder deaktivieren, was auch immer. Halt noch ein bisschen durch. Über den Funkverkehr. Oh nein, wie können wir? Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ich? Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt. Artig, so muss das sein. Wo ist er denn? Da drüben. Bin ich hier eigentlich ziemlich falsch, muss ich mal so sagen. Oh, hi. Komm, weg mit dir. Okay, er ist dann gleich noch verendet. Das ist sehr freundlich und zuvorkommend von ihm.
schön liegen bleiben. Halt, wo ist er denn? Du machst dich gleich wieder auf den Weg nach unten. Ach, die Nemesis steht dort unten hinter der Wand. Ach so, da kann sie von mir aus bleiben. Das ist in Ordnung. So, ich frage mich, ob es ja auch noch irgendwas zum Einsammeln gibt für uns. Keine Ahnung. Miss Sato, komm. Miss Sato, sind Sie da? Miss Sato glaubt, es ist ihr Tod, wenn sie die Funkstille bricht. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navi-Punkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Na wunderbar. Wir haben den letzten Navi-Punkt und sie überlebt. Ist doch eine Win-Win-Situation für alle. Außer für Cerberus natürlich, aber die wollen wir natürlich auch nicht gewinnen lassen. Wobei, immerhin können sie noch ein bisschen mit uns spielen, bevor sie sterben. Das ist doch auch schön. Oh, zumindest für mich. Komm mal her, du blöde Nemesis. Die sind so verflucht schnell, die Viecher. Schrecklich. So, aber mit meinem Sturmangriff ist es natürlich müßig. Also da ist es dann nicht das große Problem, sie zu treffen. Glücklicherweise, ansonsten wäre es wahrscheinlich etwas... Oh, hi. Etwas ungemütlicher. So. Oh, da weicht er aus, wie eine Katze. Komm, fall um. So, ich bediene mich dann mal hier. Ich hoffe, ihr deckt mich dabei, das wäre sehr schön. Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gebe ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Miss Sato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Schön. Gute Arbeit, Lieutenant. Das hat doch funktioniert. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut, wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett Ende. Na gut, mal wieder eine kleine, leicht verdauliche Mission für zwischendurch. Das war jetzt nicht das große Problem. Wir schauen mal kurz im Kriegsterminal. Okay, das hatte ich mir beim letzten Mal offenbar schon angeschaut, aber zumindest sollten wir hier jetzt einen neuen Treffer haben. Bevor sie mit Commander Shepards Hilfe von Ontarom floh, machte Technikerin Grace Sato eine Kopie der Pläne für das modernste Kommunikationsportal der Allianz. Sato wird diese Pläne dazu nutzen, einige kleinere Anlagen zu bauen, um wichtige Informationen aus verschiedenen Systemen zu erhalten. Schön. Damit können wir uns dann auch wieder auf die Hauptmission konzentrieren und uns mal die Zuflucht anschauen, von der wir schon auf der Citadel was gehört hatten. Vor einiger Zeit mal, also die Leute sind dorthin geflohen, weil sie der Meinung waren, dort sicher zu sein. Oder zumindest wurde ihnen das eingeredet, dass es dort sicher wäre und deswegen sind sie alle dorthin geflohen. Wollen wir uns doch mal anschauen, ob das wirklich der Fall ist. Da kann man sich nicht so sicher sein, dass das tatsächlich stimmt. Keine Mails, okay. Irgendwas hier neu? Commander? Nein, dann können wir auch schon loslegen. So. Und darum lassen wir hinter uns. Ich glaube, der Kepler-Randsektor, den hatten wir auch schon in den vorangegangenen Teilen immer mit. Gut, dann also auf ins Schattenmeer. Und dann schauen wir uns die Zuflucht mal an. Gut. Auch wieder bloß ein einzelnes Sonnensystem. Horizon. Die Zuflucht ist auf Horizon? Weiß ich gar nicht, ob das schon erwähnt wurde. Ja, Horizon kennen wir ja, ne? Aus einem vorangegangenen Teil. Horizon ist eine gemäßigte Welt, die für Leben auf Kohlenstoffbasis geradezu ideal ist. Ihre Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre wird durch Unmengen von Pflanzen und Bakterien aufrechterhalten. Der Boden ist kompatibel mit der Vegetation der Erde und deswegen hat sich hier auch eine Gemeinschaft von Menschen zusammengefunden.
Die Population von Horizon schwankt stark. Bei einem Kollektorenangriff 2185 gab es massive Verluste, aber seit Beginn der Reaper-Invasion strömen zahlreiche Flüchtlinge hierher. Wir erinnern uns an den Angriff der Kollektoren, wir waren dabei. Da viele illegal landen, lässt sich die Bevölkerung nicht korrekt ermitteln. Zahlreiche Kolonisten lehnen die Neuankömmlinge ab, andere sehen darin eine neue Aufgabe für Horizon. Die Werbung für die Zuflucht, das größte Flüchtlingszentrum des Planeten, ist galaxieweit zu sehen. Population unbekannt, geschätzt 800.000 bis 1,5 Millionen. Nett. Okay, auf zur Zuflucht. Okay, wen nehmen wir mit, ist die Frage. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was haben wir denn hier für Gegner? Ich glaube Reaper? Ich bin mir nicht sicher. Bei Reapern, das würde natürlich für die Biotiker hier sprechen. Ich nehme mal Jarvik mit und... Ach komm, Garrus. Ja, passt schon. Gut. Bei denen müsste es ja eigentlich soweit passen mit den Skills, weil wir Jarvik auch schon dabei hatten beim letzten Mal. Geht auch direkt los, okay. Was wissen wir? Edi? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Orialos. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Orianna wurde von ihrem Vater entführt, der vermutlich für den Unbekannten arbeitet. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Und so treffen wir Miranda wieder. Aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Wachsam bleiben! Ziemliches Chaos, Chip. Viele Kampfspuren. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Tja, das ist die große Frage. Wir werden das gleich noch herausfinden. Auf jeden Fall werden wir hier Miranda wieder treffen und auch Orianna wieder treffen, die wir ja auch aus dem zweiten Teil kennen, die Schwester von Miranda. Und ich hatte das ganz vergessen, dass das mit zur Hauptmission gehört. Also bis natürlich erwähnt wurde, dass es auch zur Zuflucht geht. Dann hat das jeder gehört? Wusste ich das natürlich ja, wieder. Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Ne, wirklich. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Ja. Genau, da ist es mir dann wieder eingefallen, dass es mit zur Hauptmission gehört. Ich hatte irgendwie eigentlich in Erinnerung, dass das bloß eine Nebenmission ist mit Miranda. Und dass sie uns darauf hinstößt. Aber wir sehen, Miranda wollte eigentlich gar nicht, dass wir mitmachen, sondern es ist eher zufällig, dass wir an derselben Stelle dann landen. Schauen wir uns an, was genau hier passiert. Aktivität! Eine Heuschrecke. Haben Sie die Heuschrecke gesehen? Nein! Hab ich gesehen! Phantome! So. Erledigen Sie sie, bevor sie nah rankommen! Ich würde gerne, aber sie kommen nicht nah ran. Das ist das Problem dabei. Halt, haben wir einen hier unten irgendwo? Ach, da. So, stürze ich mich doch gleich mal auf den. Das andere ist eine Nemesis. Aha. So, jetzt muss ich bloß mal aufpassen. Das ist natürlich mies, wenn die da oben in Scharfschützenpositionen hocken. Ich danke vielmals. Das ist schon viel besser. Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Und es sieht so aus, als ob die Reaper sie gejagt hätten. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Nichts dagegen. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Okay, dann erkunden wir mal die Zuflucht. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Cerberus Shuttles, da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Und wir sehen, die Anlage scheint komplett von Cerberus kontrolliert zu sein. Empfangslogs. Verteilungsquoten bei Zivilisten. Erwachsene 60% zur Integration, Kinder 85% zur Integration. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichterer Weiterverarbeitung beibehalten. Weiterverarbeitung? Klingt nicht so gut.
Also das Ding ist ganz offenbar nicht von Cerberus übernommen worden, sondern scheint eine Cerberus-Anlage von Anfang an zu sein, wenn die hier irgendwelche Weiterverarbeitungen durchgeführt haben. Da scheint ein System dahinter zu stecken. Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich in den letzten 2 Wochen verdoppelt. Ich habe gehört, die Leute verlassen draußen vor dem Haupttor einfach die Shuttles. Sie können sonst nirgendwo mehr hin. Wir müssen da draußen unbedingt provisorische Unterkünfte aufstellen, bis alle untergebracht werden können. Ja, Flüchtlingsprobleme kennen wir in Deutschland zurzeit ja auch, wenn auch natürlich in anderer Version, sage ich mal. Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Stunden meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Zuflucht selbst wechseln kann. Ich habe Schuldgefühle wegen des Upgrades von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer an der Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigung. Eine Woche noch. Na, ob das bei Cerberus wirklich so ist, aber kann man sich auch nicht so sicher sein. Immerhin fickt Cerberus seine Angestellten gern mal. So, paar Credits für uns, sehr schön. Meldung 2139. Ein verbotenes Kommunikationsgerät wäre fast am ersten Screening vorbeigekommen. Die Scanner-Software wurde neu justiert. Es wäre nie durch den zentralen Störsender gekommen, aber wir können nicht riskieren, dass ein einziges Signal den Planeten verlässt. Meldung eingereicht. Und wir sehen, da steckt ein ganz schön heftiges System dahinter, denn die Leute konnten von hier aus nicht mehr kommunizieren mit irgendjemandem außerhalb der Zuflucht. Wir wünschen uns ja auch, dass hier ein Verbot sämtlicher Kommunikationsgeräte auch offiziell ausgesprochen wird. Klingt nicht so gut. Aufnahmen der Überwachungskameras. Dort haben sie die Flüchtlinge sortiert. Es sind ziemlich viele. Los, suchen wir weiter. Dazu aufgefordert, ihre Besitztümer unserem Sortierpersonal zur Inspektion zu übergeben. Sie erhalten sie später in der Anlage wieder zurück. Na gut. Ziehen wir mal weiter und schauen uns das Ganze an. Wir müssen herausfinden, was hier tatsächlich hinter der Maskerade steckt. Etwas offizieller. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, rein zu dürfen. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Ich habe hier ein Fragment von irgendeiner Aufnahme. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber ich schicke das hier weg, sobald es geht. Meine Kleine ist krank, deshalb bin ich weg. Ich liebe dich, aber ich muss mich um sie kümmern. Die Krankenhäuser haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen. Und ich konnte mir von dir keine Credits leihen. Ich weiß gar nicht, woher ich von der Zuflucht weiß. Irgendwo gehört vermutlich. Es klang perfekt. Ein Versteck, weißt du? Nur bis es ihr besser geht. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich diese gewaltige Anlage. Wir werden bereits erwartet. Erwartet wozu, ist die Frage. Ab noch eins. Wir landen in wenigen Minuten. Du solltest das hier sehen, Dad. Es ist erstaunlich. Ich nehme ein paar Sachen auf und schicke sie dir dann. Sie haben uns gewarnt, dass wir keine Kommunikationsgeräte benutzen dürfen, bis wir die Formalitäten hinter uns haben. Was habe ich dir gesagt? Die Sicherheit ist erstklassig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis du auch kommst. Tja, ob die Träume und Wünsche in Erfüllung gegangen sind, ich wage es stark zu bezweifeln. Halt, wartet mal, gibt's hier was unter der Treppe vielleicht? Nee, kann man nicht runter, okay. Wäre ein gutes Versteck gewesen. Ich habe hier was, Commander. Wo? Verluste auf beiden Seiten. Ach, hier. Bonjour, die Damen. Ja, ich sehe schon. Oh. Guten Flug wünsche ich. So, das nehmen wir natürlich gern mit. Jetzt wollte ich mir aber erstmal die Leichen hier drüben anschauen. Ach so, Cerberus und Reaper. Wir brauchen einen Ausgang. Weitersuchen. Also keine Zivilisten, keine Flüchtlinge, sondern nur Cerberus und Reaper, die hier Verluste erlitten haben. Das ist okay. Nicht so schlimm. Kann ich mitleben. So, hier gibt's glaube ich nichts anzuschauen, so wie der Monitor aussieht. So, haben wir hier drüben was? Weitere Leichen nur. Auch nichts zum Sammeln. Ich glaube, durch die Tür werden wir nicht kommen. Dann probieren wir es doch einfach mal da drüben, wo die Tür schon offen ist. Miranda? Das ist Miranda. Hier spricht
ist Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay, also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas irren Vater. Wie passt das alles zusammen? Das gilt's herauszufinden. Aber wir wissen schon mal, was Miranda hier eigentlich zu suchen hat. Denn die war ja mal wieder auf einem großen Quest, ihre Schwester zu retten vor ihrem Vater. Und ihre Schwester und ihr Vater sind genau hier, denn ihr Vater ist der Betreiber der Anlage. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalt es ab. Seltsam. Ungewöhnlich viel Technologie für eine derartige Anlage. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Schön. Auf geht's. Shepard? Danke. Erkunden wir das Ganze doch mal von unten. Das sieht aus wie Reaper-Technologie. Ganz sicher. Die Frage lautet, wofür setzt Cerberus sie ein? Die Antwort muss hier irgendwo sein. Und Miranda steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Wir erinnern uns an die Formulierung Weiterverarbeitung. Ich glaube, auf Omega hieß es auch schon mal so ähnlich, als die Adjutanten erzeugt wurden, ne? Wir können uns also denken, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Das wird hässlich. Reaper-Tech hat noch nie etwas Gutes bedeutet. Richtig. So, plündern wir erstmal den Safe. Die werden es eh nicht mehr brauchen hier. Gut, nichts hier, also weiter. Ach, hier, doch, sehr gut, Schulterschütze. Die ich sowieso nie trage, ich nehme immer die Rüstungskomplettsets eigentlich. So. Eine Art Kontrollzentrum. Abgeschaltet. Dann werden wir es wieder anmachen. Den werden wir schon finden. Probieren wir es doch einfach mal hier, da wo die ganzen Terminals sind. Hauptschalter. Jetzt. Ja, diesen Vorgang kenne ich. Sie töten nicht, was Nutzen bringt. Tut mir leid, Commander. Ich glaube, ich verstehe. Sie werden in Husks verwandelt. Da scheint was schiefgegangen zu sein. Kommen die rein oder nicht so? Nicht so offenbar. Na gut, dann lass mal weitergehen. Also, wir sehen... Ich begreife das nicht. Der ganze Aufwand nur, um Husks herzustellen? Was hat der Unbekannte bloß davon? Die Reaper haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. Also wir sehen, es geht mal wieder um Indoktrinationsforschung und vielleicht liegt es einfach daran, dass nicht nur Husks hier hergestellt werden. Es kann auch sein, dass andere Viecher hier noch hergestellt werden. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Das wird weitergehende Indoktrinationsforschung sein und durch die Zuflucht haben die natürlich einen nicht endenden Strom an Probanden dafür. Persönlicher PDA. Bestätigt ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung zugeführt. Das klingt ja sehr lecker. Ich vermute mal, ungeeignete Materialien sind Menschen, die nicht geeignet waren. Wunderschön, wie hier die Menschen zu Ware gemacht werden. Schalte die Energieversorgung ab. Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen.
beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Die Frage ist, was will Kai Leng hier beschaffen eigentlich? Auf jeden Fall sind wir hier nicht beim Hauptzentrum von Cerberus, sondern Kai Leng ist hier, um einen weiteren Auftrag zu erfüllen.